Bereits 1961 wurde ja das deutsch-türkische Anwerbeabkommen abgeschlossen und sie kamen ja dann auch in Kontakt dann im Laufe der Zeit mit türkischen Gastarbeitern. Wie war denn dieser Kontakt? Hatte man da überhaupt Kontakt, guten Kontakt? Nein, wir hatten sehr schlechte Kontakte. Ich sage das jetzt so rausgeschossen, weil es so ist. Erstens war eine große Konkurrenz, denn wir waren die Papageien, ja? Wir waren die Exoten. Ne? Man hat uns damals ja gesagt, also die Amerikaner tragen die Unterhemden, die bisher hier, deswegen kriegen sie ja die Mädchen. Und wir sind die Italiener damals, ich weiß nicht, ob das die Leute hier aufgefallen ist, alle mit diesen Hemden gelaufen, diese Unterhemden. Wir wollten ja auch die Mädchen genauso haben wie die Amerikaner. Nur wir hatten ja vergessen, die Amerikaner kriegen 400 Mark im Monat. Durch den Wechsel waren es 1600. Die haben, Entschuldigung, 400 Dollar bekommen. Durch den Tausch waren es 1600. Und wir haben nur 120 verdient. Also die haben uns ja wirklich die Welt vor die Füßen weggekauft. Auch die Mädchen, die haben es ja imponiert mit Alkohol und alles Mögliche. Wir, sozusagen, wir haben immer die Krümel abgekriegt von denen. Ne? Und Frankfurt gab ja fast 100.000 Amerikaner. Es gab ja nur Amerikaner, also nur Autos, schwarz-weiß, nur Amerikaner. Von dieser Krümel, bildlich gesprochen, konnten wir ja gut leben. Ne? Dann diese Unterhemden bis hier, der Papagallo, diese Sprüche haben uns ja wieder gefallen, ne? Weil man hat uns in eine Säule hingestellt, wo es normalerweise an sich ein Quatsch ist, Menschen sind Menschen. Aber 1964, dann kamen die Türken. Und das war, ich will es ja vielleicht mal so übertrieben sagen, das war der Untergang von Italiener. Ich habe damals in Höchst gewohnt, in die Komainzer Straßen. Am Samstagnachmittag, also uns hatten ja keine Menschen vorbereitet, von wegen, jetzt kommt eine andere Kultur oder kommt eine andere Religion. Religion habe ich mich ja, wir haben uns überhaupt nicht um Religion gekümmert, nur wenn es sein muss, dann sind wir ja Christen. Aber sonst ist es ja genauso. Und damals kam ja einen Samstag vier Bussen voller Türken. Wir haben die Leute ja nicht verstanden. Die haben uns nicht verstanden. Die haben das Problem gehabt, wie ich es auch hatte. Die waren alle fast barfuß. Die hatten ja ich weiß nicht warum, aber die knicken immer die Schuhe von innen ab und die benutzen sie als Sandalen. Die hatten die Taschen dabei, Reisetaschen voll Plastikflaschen, leere Plastikflaschen. Mir ist damals ja mein Freund oder Freund da auf der Eisbahn eingefallen, wir hatten aber nur zwei Flaschen gehabt, aber die hatten ja, manche hatten ja über 20. Wir wussten nicht, was das mit sich hat, diese viele leere Plastikflaschen. In unser Zimmer, wir waren schon nackt, haben wir zwei Türken noch reinbekommen, die haben sie ja dann noch in die Mitte. Die Mitte war ja immer ein Tisch gewesen, hat in die Mitte Tisch raus, zwei Betten, zwei Türken rein, die uns nicht verstanden haben. Die haben ja geguckt. Die haben dann ihr Essen geguckt. Die haben Schweinefleisch geguckt. Koteletten. Ja, und das ist ja, das ist ein sehr großes Problem. Wir haben das Problem dann mit den Leuten, sind da untergebracht worden, also diese Leute sind ja dann verteilt worden, reingedrückt worden in die Zimmer. Wir hatten da, wie gesagt, dann zwei Toiletten und drei Duschen. Vorher waren wir 180, dann waren wir fast 300 Mann gewesen. Drei Duschen, kannst du dir vorstellen, was da läuft. Davon abgesehen, wenn man sich nicht duscht, da braucht man ja auch keine Duschen. Denn die Dusche war sehr oft leer. Also dann haben sich die Leute auch nicht gewaschen. Ich hatte aber mittlerweile eine Freundin hier von Italien hergeholt. Das war eine Lili Butana, so ein Klein, 1,15 m. Der gehört wirklich zum Zirkus, aber damals hat die Firma halt eingestellt und hat sich sehr gut gemacht. Ist dann in die Dusche rein, also die Leute sind ja Samstag gekommen, und Sonntagmorgen ist er, die Lille Botana ist in die Dusche. Und kam er schreiend mit aufgeschlitztem Fuß. Und heraus kam, die Füßen waren aufgeschlitzt von einer Rasierklinge. Dann haben wir Italiener natürlich ja gleich
Weil da halten wir dann ja auch zusammen, weil wir sind sehr egoistisch, wir sind natürlich sehr Individualisten, aber da halten wir zusammen. Haben wir gesehen, dass der Bad, also die Dusche, Boden fast voller Rasierklingen war. Wo wir runterkamen, um nachzugucken, warum es ist so geschnitten hat, waren drei Männer türkischer Herkunft, die sich geduscht haben, das wussten wir ja nicht. Sobald wir uns gesehen haben, haben wir sich mit der haben sich gegen die Wand gedrückt, haben sich so hingestellt. Einer hat noch Unterhose unter der Dusche gehabt. Also diese von der Kultur her, die zeigen sich nicht, was uns an sich, was wir nicht verstehen konnten. Denn wir, umso mehr Zuschauer waren, umso besser war es. Und da fing ein sehr, sehr, sehr großer Ärger. Ja, eben, wir fingen an sich sozusagen, ich hasse die Türken nicht, wirklich nicht, warum denn auch? Ne? Aber ich betrachte das ja von der anderen Seite, von der Konkurrenzseite mehr eher. Ne? Und dann haben wir erfahren, zum Beispiel mit die Flaschen, für was die Flaschen? Da habe ich ja, weil wir haben uns dann bei der Firma beschwert, aber es hat aber jetzt nichts gebracht. Ja. Umso mehr wir uns beschwert haben, umso mehr Türken haben es dann uns reingestopft. Die Flaschen war ja so, vorhin habe ich ja gesagt, die haben uns immer ein Toilettpapier pro Woche gegeben. Ich will nicht unbedingt sagen Türken, aber damals waren ja Türken, die benutzen ja kein Toilettpapier. Das wäre für uns gut gewesen, hätten wir ja mehr bekommen. Die benutzen Wasser. Die waschen sich mit Wasser. Ist viel hygieniger als mit, das ist klar, ne? Das weiß ich aber jetzt. Ist hygieniger als mit Toilettpapier, wie wir. Denn nicht immer haben sie Wasser dabei, sich zu waschen. Und die haben halt immer Wasser dabei. Nur ist ein Problem. Und das Problem ist, ich weiß nicht, ob sie Kinder haben, aber sie waren ja mal ein Kind. Das waren wir ja alle. Das Problem ist, wenn sie sich mit dem Wasser waschen, irgendwann haben sie auch mal die Finger voll. Ne? Und so haben sie unser einziger Toilett entsprechend ausgesehen. Picasso kann sich verstecken.